Hallo zusammen. Ich sag mal, mein Studio ist wieder zu klein. Ich habe hier eine Kombination zwischen zwei Kühlschränken. Und zwar unten habe ich einen Tiefkühlschrank. Das schauen wir uns an. Das sieht so aus. Obendran habe ich einen Kühlschrank. Ein 106F ohne Eisfach, weil ich brauche hier oben kein Eisfach. Und unten dran habe ich so ein kleines Gestell. Das ist nicht von mir, das ist gleich breit wie der Kühlschrank, 525, hat eine Höhe von 200 mm und so kann ich hier unten die zwei Kühlmaschinen platzieren. Und ich könnte jetzt diese zwei Digitalthermostaten, die ich hier habe, auch unten montieren oder eben weit weg. Zum Beispiel oben hin oder im Kasten nebendran. Ihr müsst einfach bedenken, Standard habe ich nur 1,5 Meter Leitung. Man kann die verlängern, das ist kein Thema. Aber ihr könnt das auch bestellen. Ich brauche 3 Meter Leitung dazu. E-Mail schreiben ist kein Thema. Wir schauen uns den Schrank von der Seite an. Wir haben effektiv zwei Schränke. Ich habe hier den 106er F und den 30 GS, die sind gleich breit. Und von hinten her sieht das so aus. Ich habe die Leitung vom Tiefkühler und vom Kühlschrank, die heruntergeht. Ja, und wenn man jetzt das mal ganz von oben her betrachtet, sieht dann das so aus. Und ich habe hier unten die zwei Kühlmaschinen drin. Und eben hier die Digitalanzeige. Und jetzt kommt das wieder mit dem schönen. Der eine hat jetzt minus 23 Grad und der andere 2,8 Grad. Wir können die umstellen. Ich kann auch den Tiefkühler umstellen auf plus 8 Grad. Dann kann ich das Bier einlagern. Das ist überhaupt kein Thema. Und wenn ihr dann viel Getränke runterkühlen müsst und ihr braucht keinen Tiefkühler, kann ich da richtig mit Leistung runterkühlen. Ja, das ist eine Kombination von zwei Standardkühlschränken, so montiert in ein Wohnmobil drin oder ein Boot und ihr habt zwei unabhängige Geräte, die ihr untereinander wechseln könnt. Vielleicht braucht ihr nur einen Kühler, vielleicht braucht ihr beides. Ihr könnt nur den Tiefkühler als Kühlschrank laufen lassen. Also ihr seid hier sehr unabhängig, flexibel. Und das ist die Alternative zu einer Kombination. Und eben, ich habe den Tiefkühler unten, über Boden. Er steht jetzt hier auf dieser Höhe. An Tiefkühler muss ich nicht so viel dran wie an Kühlschrank. Von dem her den Tiefkühler unten und den Kühlschrank oben dran. Ich verlinke euch unten den Katalog im Beschrieb. Dann verlinke ich euch hier ein Video über den 106er, als reiner Kühlschrank, den F und hier den Tiefkühlschrank. Und hier unten noch ein Video, das kommt aber erst, wo ich noch einen größeren Tiefkühler habe. Ich wünsche euch einen schönen Tag.